Ja, hallo, Sommerhitze geplagte YouTuber, Freunde meines Kanals. Ich mache heute ein kleines Video über alte Velux-Fenster. Bei den momentanen Sommerbedingungen habe ich festgestellt, dass dieses Rollo hier Temperaturen von geschätzt gefühlt fast 45 Grad erreicht. Ja, man sagt, die menschliche Hand, kann gerade mal so 65 Grad aushalten. Und da sind wir nahe dran. Nun gibt es natürlich einige Tutorials schon auf YouTube, wie man die gegen neue austauschen kann. Aber ich möchte euch eine naheliegendere Idee zeigen. Die ist wesentlich günstiger, wenn auch nicht so ästhetisch. Aber ich denke, bei den Temperaturen bei einer Schrägdachwohnung geht es jetzt erstmal um die Soforthilfe. Ich habe mir dazu aus dem Bauhaus solche Styropor-Wärme-Isolations-Kacheln, wie auch immer, gekauft. Ja. Die kosten kein großes Geld und die schneide ich mir jetzt auf Maß zu, weil ich sage mir, was die Wärme am Rausgehen hindert im Winter, das kann das Ganze ja wohl auch im Sommer andersrum, nämlich die Wärme am Eindringen hindern. Und ein Nebeneffekt wäre natürlich dann, dass im Winter auch eine bessere Wärmeisolation, das heißt also ein Sparen von Heizkosten möglich sein müsste, zumindest an den extrem kalten Tagen. Ansonsten will man natürlich auch was von seinem Fenster haben, ist klar. Und dass sie eindringt, das sieht man an, zumindest über Strahlung eindringt, das sieht man an der Hitze dieses Rollos. So, und jetzt tue ich diese Styroporplatten einfach hinter das Rollo praktizieren. Ihr habt gesehen, ich habe sie schon zugeschnitten. Ja, da könnt ihr jedes halbwegs scharfe Küchenmesser nehmen. Ja, die Dinger lassen sich wirklich wunderbar schneiden. So, und jetzt setze ich die an. Okay. Und tue das Rollo wieder einhängen. Ist ein bisschen eine Fummelei, aber es geht. So, und für die, die meine Videos nicht zu Ende angucken, weil sie halt schlau sind und ruckzuck kapiert haben, um was es geht, denen möchte ich noch berichten, dass ich damit tatsächlich dann die Temperatur dieses Rollos auf, na, circa gefühlt, und ich habe ein ganz gutes Temperaturgefühl, 22 Grad reduzieren konnte und das Raumklima war wesentlich angenehmer, ja. Also verglichen damit, wie es zuvor war, man hat richtig gespürt, wie die Hitze reingedrückt hat. Ja, draußen entlädt sich die Hitze gerade, vielleicht habt ihr das gehört, jetzt haben wir gerade ein Gewitter. Kündigt sich hier in der Wolkenbildung auch schon an. Den Film habe ich vor 4 Stunden aufgenommen. Gut, ich lasse es einfach voll durchlaufen. Ihr schaut euch an, was der Papi da so treibt, aber das Ergebnis haben wir schon. Versuch macht schlau, probiert's aus und viel Glück und angenehmere Raumtemperaturen für die von euch, die unter einer Dachwohnung schmachten müssen. Tschüss und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wie gesagt, konstruktive Kritik auch immer gerne. Viel Erfolg beim Basteln.